Hallo und guten Morgen, willkommen aus Sterkrade hier am Bahnhof. Der NRW über 18 wieder hier und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge OMSI, Linie 263 von Sterkrade Bahnhof nach Beuerstraße. Als Bus habe ich mir heute etwas Besonderes ausgesucht, aber eine gute, eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass ich es geschafft habe, dass mein Lenkrad wieder so funktioniert, wie es sonst auch funktioniert hat. Das heißt, dass wir einen schönen, gleichmäßig langsamen Lenkradeinschlag haben, so wie beim Bus Original. Die Einstellungen vom Lenkrad waren in Ordnung. Es war eine Einstellung hier in OMSI. Bidegressiv oder biprogressiv muss man eingeben. Dann ist das halt langsamer. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ich jetzt hier schon geschlagene fast 60 Minuten sitze, um euch dieses Video jetzt hier zu präsentieren. Denn ich habe mir gestern, weil ich alles mal neu machen musste, neue Busse oder alte Busse wieder hier in OMSI reingeladen und OMSI hat absolut wieder nur Murks gemacht. Die ganzen Querverbindungen passen nicht, da passt was nicht, hier passt was nicht. Ich musste jetzt wirklich an dem Bus, wo wir jetzt gleich mitfahren werden, habe ich jetzt bestimmt locker 6-mal neu starten müssen, das Spiel, bis das jetzt hier alles so funktioniert hat. Mal funktioniert es nicht, ich weiß es nicht. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind hier an Sterkrade, fahren die Linie 263 und es ist heute kein MAN, keine Sorge, unser Bus steht dahinter. Es ist ein O305G. Wie ich finde, neben dem 405 der schönste Bus ever, ever, ever. Wir haben hier einen Bus der Westischen Straßenbahn, da wir ja hier auch in deren Gebiet fahren. Linie 263 habe ich schon eingegeben. Das war nämlich auch nicht so einfach. Mal hat er es genommen, mal hat er nur die Liniennummer angezeigt, mal hat er nur das Ziel angezeigt. Dann habe ich dieses U-Bahn-Symbol, was ich nicht so richtig zuordnen kann. Warum, weswegen, das steht überall. Das steht hier auch bei Sterkrade Bahnhof, da steht da auch so ein U. Aber nun gut. Unser Fahrerarbeitsplatz, ich denke mal, der ist bekannt. Starten wir mal den Hobel. Ist nicht besonders laut. Aber wir können mal am Ausbruch schnuppern. Schön, wa? Wir stehen auch hier übrigens auf einem verkehrten Platz. Das hier ist eigentlich ein Halteplatz für einen E-Bus, womit er dann hier laden kann, aber nun gut. Im Innenraum, herrliches Flair der 80er. Ich könnte so ornanieren, das glaubt ihr gar nicht. Wenn ich mir das hier angucke, oh, ich wünschte mir so sehr, dass die 305 wieder im Linieneinsatz wären. Aber das ist so unwahrscheinlich, als wenn Deutschland nochmal Weltmeister wird. Nein, Spaß, aber es ist halt sehr, 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 sehr schade. Es waren so schöne Busse. Sie haben immer funktioniert, sie haben im Winter funktioniert, sie haben im Sommer funktioniert, es war einfach nur herrlich. Die Stufen hier, das wurden den Bussen natürlich zum Verhängnis, sie waren hochflurig und da ja heutzutage niemand mehr Treppen steigen kann. Ich frage mich, wie die Leute zu Hause in ihre Wohnungen reinkommen, weil dann müssen sie eigentlich auch Treppen steigen. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. So, wir haben den Motor gestartet, wir haben hier ein Automatikgetriebe, deswegen nehmen wir Gang. Dann lösen wir die Bremse, dann machen wir List an. Im Fahrgastraum, boah, da machen wir auch mal Licht an. So. Ist hinten auch Licht an? Ja, hinten ist auch Licht an. Schön. Schön, schön, schön. Fahrplan habe ich. Habe ich auch schon geladen, da haben wir ihn. Es ist ein bisschen länger, die Linie, deswegen fahren wir. Ja, auch mit Gelenkbus. Ich bin sofort wieder da. Jedes Mal das Gleiche. Seitdem wir unten eine neue Tür haben, hat der Postbote den Schlüssel nicht mehr und jetzt wird einmal immer so einmal runtergeklingelt. Ich könnte so kotzen. Anstatt er nur bei einem klingelt, nein, wir müssen bei allen klingeln. Egal. Also, ist ein bisschen länger die Linie, deswegen als Gelenkbus. Wir fahren hier Sterkrade, dann fahren wir Richtung ZOB, wieder über den Pferdemarkt, das kennen wir. Dann fahren wir hier weiter über das Alpine Center. Am Kämmchen an der Kommode. Nein, das steht da natürlich nicht. Ich weiß. Stadion und so weiter. Tralala. Bis zur Beuerstraße. 6.46 Uhr. Das pull ich mal ein bisschen vor. Wir haben früher Morgen. Das heißt, Schülerverkehr noch nicht. Aber schon so ein bisschen Berufsverkehr, würde ich sagen. Schlabum. Schlabum. Und dann würde ich vorschlagen, wenn ihr dem zustimmt,
dass wir loslegen. Oh, herrlich, 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 herrlich. Er ist so formschön. Ehrlich, kein Bus, bis auf den 405 natürlich, kann ihm hier das Wasser reichen. Und auch wieder herrlich hier mit richtigem Lenkrad-Einschlag zu spielen. Es ist einfach nur herrlich. Jetzt macht es wieder so richtig, richtig Spaß. Wenn nicht die ganze Chose jetzt am Anfang wäre, dass ich jetzt hier wieder ewig gebraucht hätte. So. Oh, keine Haltestellenbremse. Hä? Hallo. Hallo. Oh, aber kalt. Oh, meine Güte. Ja, ist ja noch früh am Morgen. Wie sind die anderen denn jetzt hier in den Bus reingekommen? Hä? Okay. Das muss ich nicht verstehen. Ah, oh, herrlich. Die luftgesteuerten Türen. Da, hoppala, ich roll schon wieder. Dann haben wir Abfahrt. Und los geht's. Toll, ich sehe nichts. Muss man so machen. Jetzt sehe ich immer noch nichts. Was ist denn los? Ach, da links, okay. Kann ich die nehmen? Ich hoffe es. Oh, das ist so geil. Alles auf Rot, keiner fährt. Wieder ein bisschen umdenken, dass ich ein bisschen mehr lenken muss. Gerade Rathaus. Aber strahlender Sonnenschein, so bleibt's auch, weil wir haben auch gerade strahlenden Sonnenschein. Herrlich, herrlich, herrlich! Fast die rote Ampel übersehen. Der Oma. Hoppala. Ich nehme alles zurück. Moin, moin. Hallo? Moin. Ich hätte gerne hier so ein Ticket. Einfach. Ganz einfach. Guten Tag. Morgen. Einmal Preisstufe A, bitte. Nee. Nee. Ja, ja. Nimm dein Ticket und geh. Ah, ja. Schlaf weiter. Lasst ihr mich raus? Nein, lasst ihr nicht. Ja, was denn jetzt? So macht das Lenken doch wieder Spaß. Was macht ihr denn hier alle? Der Spurwechsel dich spielen hier. Nächste Haltestelle, Hirsch Center.
Es tut mir leid, dass ich so viel gerade von außen fahre, aber Orange ist meine Lieblingsfarbe. Der Bus ist, ach, herrlich. Würde ich am liebsten die ganze Zeit außen fahren. Aber da meckern wieder einige. Oh, da quetscht sich aber einer an meinem Popus vorbei. Schlecht. Sonst stellen sie sich immer an, dass ich 5 Meter immer von denen wegfahren muss, aber nicht schlecht. Der Gladbacher. Der Mercedes-Fahrer. Hallo? Was ist das denn bitte für eine Logik? Was ist das für eine Logik? Wenn die Grün haben, wieso habe ich jetzt kein Grün? Wer soll denn da jetzt kommen? Das meinte ich bei der letzten oder vorletzten Folge, dass hier wirklich bei Kreuzungen, was die Ampeln angeht, überhaupt irgendwie nicht nachgedacht wurde. Da wurde einfach was hingerotzt und fertig. Holla, alle! Eieiei! Es verspricht spaßig zu werden. Beuer Straße, ich bin sogar pünktlich. Jetzt wird der aber voll, wa? Der Busch. Setz dich hin. Was? Haben Sie mich etwa vergessen? Nein. Einmal falsch verarbeitet. Bing. Nächste Haltestelle, Drei Linden. So, aber ich möchte ein bisschen mehr von der Straße sehen. So ist okay. Ach ja, herrlich. Man hat sich auch gewundert, oder nicht gewundert, das ist Quatsch, aber man hat es erwähnt, das Zwischenspeichern ist bei mir aktiv. Ja, das habe ich auch schon in die Kommentare geschrieben, das habe ich mir absichtlich so eingestellt, denn ich habe in den vergangenen Folgen jetzt von Ruhrgebiet vielleicht nicht, aber zum Beispiel von Gladbeck, Rheinhausen und wie die ganzen Verdächtigen heißen, immer das lustige Problem, dass das Spiel mittendrin entweder abgekackt ist, nicht weitergeladen hat oder und dann musste man halt alles wieder neu machen. So hat man halt einen relativ guten Speicherpunkt, wo man dann wieder weitermachen kann. Jungs, ich muss hier ein bisschen ausscheren. Ich bin ein Bus. Tja, Jungs, jetzt komme ich. Jetzt vorbei. Cool, die fahren sogar dran vor. Nee, der nicht. Na, schon wieder. Und ich wollte es noch abstellen. So eine Kacke. Nächste Haltestelle. Elli Heuss Knapp Stiftung.
Nächste Haltestelle, Antoniestraße. Guten Morgen! Gott! Ja, ja, ja. Nächste Haltestelle, Westerwaldstraße. Ich sage jetzt absichtlich halt nicht viel, weil ich lasse euch das mal genießen, mit diesem wunderschönen Bus zu fahren. An diesem wunderschönen Morgen. Außerdem weiß ich eh nicht, was ich gerade sagen soll. Ich genieße das hier gerade. Das ist gerade echt schön. Quatsch, nur ein bisschen. Herrlich, oder? Boah, fast in die Autos gefahren. Nächste Haltestelle, Hasenstraße. Jetzt fahr doch! Auch wenn man sich nicht. Also, wenn man sich vornimmt, sich hier zu beherrschen und nicht zu sagen, man schafft es nicht. Oh. Morgen. Zwischen den Häusern dahinter einfach nichts mehr. Morgen. Nächste Haltestelle. Parkortstraße. Da geht der Oma über die Straße. Hä? Kind, willst du mit? Nein. Jungs, ich blinke! Ja, toll. Und jetzt? Unglaublich. Nächste Haltestelle, Teutoburger Straße. Nächste Haltestelle, Jacobi-Straße. Das
machen wir jetzt? Achso, das Rot. Herrlich, herrlich, herrlich. Wo will er hin? Warum blinkt er? Da ist keine Straße. Warum blinkt er? Naja, egal. Hier ist 50. Jakobistraße. Ah, ja, ja. Aber auch in Düsseldorf. Sie quetschen sich echt dran vorbei. Nächste Haltestelle, Weibelstraße. Bin ich gespannt, ob ich hier durchkomme. Oh. Wow. Oh, herrlich. Nächste Haltestelle. Da freue ich mich. Da habe ich meinen Spaß. Das Lustige ist, ich muss jetzt gerade auch übrigens wieder Zeit überbrücken, weil heute ist wieder das Wasser abgestellt, diesmal aber planmäßig. Und die gehen mir hier gerade schon bestimmt seit anderthalb Stunden auf den Keks, weil sie irgendwas am Bohren sind an der Straße. Oh, das hört sich so furchtbar an. Deswegen ist das eine gute Ablenkung. Ich hab noch gut 2,5 Stunden vor mir ohne Wasser. Wenn sie planmäßig fertig werden. Wovon ich nicht ausgehe. Aber das kriegen wir hin. Ich habe mal extra Badewanne Wasser eingelassen, falls ich Wasser brauche. Also, was ist das denn? Wo kommt denn der Kollege her? Was ist das? Ja, Kollege 263, ne? Haust du rein. Hast du gut gemacht. Hast nur meine Fahrgäste überfahren. Das ist unglaublich. Das ist... Nächste Haltestelle, Heidenheck. Manchmal... Wo, was ist das denn? Was machen die da? Also manchmal darf man hier nicht drüber nachdenken. Also manchmal muss man das einfach so hinnehmen. Unglaublich. Egal, wir haben freie Bahn. Ach, herrlich.
Auch schön, wie da hinten die Straße nach oben geht. Und keiner geradeaus fährt. Oh, doch. Jetzt bin ich gespannt, was passiert da? Der fährt wahrscheinlich eh durch die Grafik. Achtung, Achtung, Achtung. Und er fährt durch die Grafik. Herrlich. So, jetzt gucke ich mal schnell Flux Zop 2. Bussteig 2, okay. Fährt wieder niemand? Willst du mit? Nächste Haltestelle, Nadradstraße. Bleibst du stehen? Weißt du, und gerade so schön am Vorfahrtsschild dran vorbeigefahren, ne? So viel zum Thema KI. Bah! Nächste Haltestelle. Leg mich das auf! Pferdemarkt. So, der ZOB und Pferdemarkt in Reichweite. Würde ich sagen, haben wir fast die Hälfte geschafft. Wir könnten mal eine Pause machen. Sicher ist nämlich sicher. Auch wenn ich jetzt in der letzten Folge wieder festgestellt habe, dass die Pause eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre, ich mache sie trotzdem. Macht der Gewohnheit und... Naja, schon ein bisschen Angst, das muss man auch sagen. Gerade bei so langen Folgen, bei so kurzen Folgen, da riskiere ich es manchmal, aber ja, so bei so langen Folgen, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Nächste Haltestelle, Bottrop-Zug, Berliner Platz, Bussteig 2.
Hoppla. Da sehen wir auch schon, wo wir hin müssen. Bussteig 3, Bussteig 2 ist dann also da vorne. Okay. Was sagt eigentlich die Zeit? Verspätung, 3,2 Minuten. Eieieiei. Ruhig Gas geben. Richtig angehalten. Interessant, jetzt hier rauszukommen. Oh. Mal hier rangieren müssen. Der Kollege so toll geparkt hat. Passt doch, oder? Ja, würde ich sagen. Hoppla, was ist denn hier los? Ich mogel mich mal dazwischen, ja? Nächste Haltestelle. Passstraße Realschule. Müssen wir echt jetzt mal gucken, ob wir unsere Verspätung rausfahren. Eieieiei. Aber ich meine, bei den Ampelphasen hier, wo will man da Verspätung rausfahren? Ja, ja, ja. Oh, Long Johnson. Das verfolgt mich im Moment ein bisschen. Entschuldigung. Lalalala. Oh, schon grün. Na! Super, wie sie immer direkt verschwinden. Was für tolle Ampelschaltungen. Oh, ich muss da links abbiegen. Leute, jetzt muss ich rüber. Die Polizei lässt mich bestimmt vor. Mich würde jetzt mal zu gern interessieren, ob die Fußgängerampel hier grün ist. Weil da drüben ist sie nämlich rot. Lass den mich rüber. Ich zwänge mich einfach ein bisschen davor. Warum? Die Fußgänger haben rot. Na!
Guckt euch das an, wie assi. Unglaublich. Selbst die Polizei lässt uns nicht durch. Tja, jetzt müsst ihr damit leben, dass ich eure Fahrbahn blockiere. Hättet ihr mich früher vorgelassen, dann wäre ich wesentlich weiter vorgefahren und dann stände ich auch nicht in eurer Spur. Jetzt habt das selber schuld. Es ist so schade, dass OMSI nicht mehr weiterentwickelt wird. Man hätte so viel noch aus dem Spiel rausholen können. Man hätte so viel vielleicht auch an der Engine machen können. Das ist so schade. Stattdessen ist jetzt vor kurzem The Bus rausgekommen, der, naja. Was soll man sagen? Also, ob The Bus? Zwei Autos, rot. Optisch hat's was, ja, aber ich habe schon einiges Negatives davon gehört. Ich war kurz davor, es mir zu kaufen, aber die Strategie des Spieles bedeutet, kauf dir das Grundspiel und alles, was du dann haben willst, musst du doch mal bezahlen. Also in OMSI ist das ja schon krass, so von den Add-ons her, was man dann halt an Qualität geliefert bekommt. Aber da soll es wohl noch heftiger sein. Irgendwann werde ich es mir mal anschauen und vielleicht wird es irgendwann mal ein Let's Play davon geben. Aber ich denke mal, mit OMSI haben wir erstmal genug zu tun. Es gibt noch genügend Add-ons hier für OMSI. Gerade auf Düsseldorf freue ich mich besonders. Habe ich mir selber auch noch nicht zugelegt. Genauso wie Köln. Also wenn ihr da vielleicht irgendwo einen Steam-Key übrig habt und den übrig habt, könnt ihr mir den gerne zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, das sind noch jede Menge Add-ons, die abgefahren werden müssen. Und wenn ich das alles im Kasten habe und mir wirklich sagen kann, so, ich habe jetzt bei OMSI wirklich so eigentlich alles durch, dann kann man sich mal über andere Sachen unterhalten. Genauso wie Train Simulator, da habe ich ungefähr, ich guck mal hoch, also ich schätze mal so locker 50 Add-ons für den Train Simulator. Und bis wir die durch haben, das dauert. Ich meine, dazu muss ich mich auch ein bisschen mal in den Arsch treten, weil ich komme im Moment überhaupt nicht dazu. Auch, weil ich nicht so wirklich, nein, Lust kann man nicht sagen, aber ich weiß nicht, warum ich es nicht mache, aber es ist halt so. Nächste muss mich mal wieder ein bisschen dazu animieren, Train Simulator zu spielen. Arbeitsamt. So, komm, schnelle Abfertigung hier. Arbeitsamt. Ja, klar, woher du kommst. Nächste Haltestelle, Brinkstraße. Nächste Haltestelle, Passstraße. Fahrt doch. Ich habe keine Zeit. Ich bin zu spät. Verarscht. Oh. Nächste Haltestelle, Prosperstraße, Ostring.
Kollege. Servus. Ah, kennen wir doch hier. Waren wir gestern mit dem 262. Schon wieder so weit vom Bordstand weg. Nächste Haltestelle, Knappenstraße, Prosperstraße. Das sind ja wieder Haltestellenabstände hier. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mahlzeit. Ach, herrlich. Pause? Nee. Oh, aber ganz schön gefüllt die Hütte, muss man sagen. Können wir das Licht ausmachen? Hell genug. Nächste Haltestelle, Alpin Center. Diese Ampelphasen hier sind die Hölle. Ich muss Verspätung reinholen. Nächste Haltestelle. Da ist die nächste. Junge, 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 Junge. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle. Johannesstraße. Sie gehen wieder durch den Bus. Was sagt die Zeit? Die Verspätung wird immer mehr. Fast 5 Minuten wegen diesen Ampeln. Alles hat rot. Warum? Nächste Haltestelle, Wilhelmer Straße. Kollege. Schon wieder so weit vom Bordstein
Mann! Nächste Haltestelle, Friedenskirche. Hier hatte aber jemand Spaß. Kopieren, einfügen, kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. So, das ist doch mal ein schöner Abstand. Nächste Haltestelle, Gungstraße. Ich hab's mir noch so gedacht. Nächste Haltestelle, Flötterstraße. Hallo, wo willst du denn hin? Unglaublich. Hallo. Kannst du wohl nicht erwarten, wa? Ist ja gut, ist ja gut. Nächste Haltestelle, Matthias Stinnes Platz. Leute, warum spielt ihr so viel? Nächste Haltestelle am Kämpchen. Guten Tag. Hallo. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs. Ja, schön, dass du den ganzen Tag unterwegs bist. Ja, halt die Klappe. Jetzt, fahr schon. Keine Zeit! Nächste Haltestelle an der kommende. Düsseldorfer Heimat. Wir machen eine Pause. Und sind schon wieder nächste da. Nächste Haltestelle, Grenze Wilhelm. Oh. Was ist das denn für eine bescheuerte... Ganz ehrlich, wer lässt sich sowas einfallen? Wer? Ja. Unglaublich. Alles ein bisschen eng.
Was steht da auf der Brücke? Okay. Hallo, Busfahrer. Hallo, Frau. Na, das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. Wir sind in Essen. Nächste Haltestelle, Stadion Matthias Stinnes. Ja, was denn jetzt? Olle, ey. Schalt dich mal früher. Nächste Haltestelle, Hartramstraße. Nächste Haltestelle, Sieg am Rehwerk. So, wir haben es gleich geschafft, Freunde. Will er mich jetzt hier auf der Straßenbahn haben? Nein. Ah, okay. U-Bahn, Entschuldigung. Das kennen wir hier schon alles ja von der Linie 189. Hoppla. Südele. Da wären wir. Nächste Haltestelle, Boyer Straße. Da vorne kommt, glaube ich, sogar eine U-Bahn von Essen. Hahaha. Ja, irgendwas Gelbes kommt da auf uns zu. Ich lach mich kaputt, die fährt da durch. Nee, sie hält sogar. Respekt, Respekt. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Terminus. Das war es, meine Lieben. Und wie viel zu spät bin ich? Lasst gucken. Ja. Oh, 50 Sekunden nur. Das ist okay. Wie das Spiel sagt. Das ist cool. Ja, Freunde, dann schauen wir uns hier nochmal die U-Bahn an. Ah, schön. Fototexturen. Soll wohl, keine Ahnung, B80-Wagen sein oder so. U17, guck mal, steht sogar drauf. Ja, komm. Es ist der Wille, der zählt. Will ich mal so sagen. Aber es ist die Frage, ob sie jetzt hier auch weiterfährt oder ob sie jetzt hier stehen bleibt. Egal, Freunde. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und, na? Gehst du wohl näher? Egal. Wir, der Bus und ich, machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück nach Stärkrade Bahnhof. Und,
Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, dann mit der Linie 264. Und dann lasse ich mich mal überraschen, welchen Bus ich mir dann aussuche. Da will einer einen Fahrschein, den soll er haben. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch noch. NRW über 18. Adieu.